Nein. Moin, 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 Leute. Herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Rein geht's ins Rennen. Oder ins Qualifying erstmal. Von Australien. Wir haben irgendein Ziel erreicht. Wenn ich da ein bisschen in der ersten Kurve rumgeeiert bin. Alter. Verstappens Grip dort ist ja mal absolut. What? Das war krass. So. Schön die Rechtskurve genommen. Der Geraden können wir uns vielleicht ein bisschen ranknuspern. Oh, ja, das sieht ganz gut aus. Vor der Chicken. Jetzt in der Chicken. Schön Curb mitnehmen, jawohl. Das ist ordentlich. P1 im Moment. Kurz vom 50-Meter-Schild bremsen. Oh. In den langsamen Kurven ist der Red Bull halt überlegen, ne? Merke ich leider. Ja, P3 aktuell. Das ist aber ein gutes Qualifying bisher. Das ist gut, P3 ist gut. Okay, das ist ein absolut wildes Qualifying-Ergebnis. Von Charles Leclerc bis Lewis Hamilton sind nicht mal 2 Zehntel, von P2 bis P8. Fernando Alonso ist gerade mal 1 Zehntel hinter mir und das macht 4 Positionen Unterschied hier gerade aus. Was geht ab? Wir haben 3 Punkte Rückstand zu Max Verstappen. Alonso ist auf WM Platz 3. Auf 4 haben wir dann erst Sergio Perez und die Top 6 trennen 9 Punkte. Das ist ein absolut wilder WM-Start, auch in der KWM. Punktgleich mit Red Bull. Und wir gucken mal ganz kurz, was die Entwicklungsabteilung bisher so geleistet hat. Viele Teams haben jetzt erste Entwicklungen schon abgeschlossen. Mercedes, McLaren, Red Bull. Wir haben als Team was geschafft. Williams ist vorangekommen. Aber nichts in der Aero-Abteilung. Nur in der Chassis-Abteilung dürfte da was vorangegangen sein. Und bei der Motorabteilung, da kommt auch ein Upgrade. Alles erst einen Tag nach Australien. Das ist echt krass. Also ich sehe jetzt gerade 3, 4, 5 Upgrades, die nach diesem Wochenende erst kommen werden. Ja, insofern... Das ist gerade vielversprechend fürs nächste Wochenende schon mal. Ansonsten haben wir hier unsere Ziele teilweise schon erreicht. 2 haben wir. Ein drittes werden wir noch erreichen. 250 Schaltvorgänge. Und auch ein Trainingsprogramm haben wir erfolgreich abgeschlossen. Werte Damen und Herren, rein geht's ins Rennen. Okay, Leute. Das erste Mal im Spiel Regen. Zumindest in der Karriere. Und wir haben Slick-Reifen, die uns hier nahegelegt werden. Und das Ding ist, ich kann auch nicht auf Inters starten. Das werden sehr verrückte Bedingungen sein. Ich bin mal gespannt. Alter, Leute. Was ist hier los? Was um alles in der Welt? Wetterbericht. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Ja, you don't say! Jeff! Was macht ihr denn? Oh mein Gott, okay. Ja, also die Harten dürften eigentlich gar nicht auf Temperatur kommen. Alter, wie alle hier rumschlingern. Also die Reifen werden wir eh nach dieser Runde wechseln. Deswegen, ich kann die auch komplett überstrapazieren, wie ich lustig bin. Eieieiei. Junge. Reifen sind auch viel zu kühl eigentlich. Alonso, ach so, okay, hat einen Top-Speed Advantage, obwohl ich eigentlich Overtake benutzt habe. Egal, zieh vorbei, Schatzi. Hol dir die Ferrari. Bottas ist auf 6 aktuell vor Perez. Was ist mit dem los? Was hat der getankt? Okay. Wir werden jetzt gleich an die Box fahren. Alter, und dann werden wir das Feld wahrscheinlich von hinten aufrollen. Junge, was ist hier los? Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wilder Rennstart. Und alle fahren so weiter. Okay, Box. Wir müssen ja eh irgendwann an die Box fahren. Wenn der Regen in 10 Minuten aufhört, dann wechsle ich in 10 Minuten halt wieder auf irgendwie Mediums oder sonst was. Aber ich will jetzt nicht auf Slicks weiterfahren, logischerweise. Abfahrt. Los,
losfahren, losfahren! Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Oscar Piastri ist ganz hinten losgefahren und oh mein Gott, ich habe jetzt innerhalb von einer Kurve direkt eine Sekunde Zeit gut gemacht. 2 Sekunden. Die Reifenwahl scheint exakt die richtige zu sein gerade. Hinters funktionieren ja super. Wir haben schon 3 Sekunden in einem Sektor gut gemacht. Auf geht's, Leute. Hier könnten wir einiges rausholen, wenn der Regen lang genug anhält. Alonso fährt eine 36,3. Das können wir auch sicherlich toppen. Eventuell bereits in der Outlap. 1:33,2. Wir sind jetzt schon 3 Sekunden schneller. Trotz Outlap. Und jetzt muss ich aber an jeglichen Hindernissen hier vorbei. Nummer 1 ist Oscar Piastri. Da sind wir durch. Boah, das wird einen Moment dauern, jetzt alle hier zu überholen. Oscar Piastri fährt mir in die Küste. Alles klar. So ein richtiger George Russell-Moment bei ihm. Ja, wenn die ganze Zeit side by side fahren, komme ich halt nicht durch. Konzentrier dich aufs Fahren. Let's go! Ich bin der Einzige, der keine Reifenprobleme hat, glaube ich. Oh mein Gott. Oh, Alex Albon kommt hier ein bisschen quer. Oh, stört mir hier die Linie ein bisschen zu. Let's go. Nico Hülkenberg, der Nächste auf der Liste. Verteidigt hier innen. Kann deutlich später auf die Bremse und wir sind vorbei. So, der Nächste ist Yuki Tsunoda. Und außen können wir eventuell hier an George Russell vorbei. Ah, jetzt doch innen. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden. Zack, oder vorbei. Und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Let's go, let's go, let's go. Lando Norris haben wir jetzt auch. Jetzt holen wir noch Esteban Ocon. Und Kevin Magnussen kriegen wir gleich auch. Und ja, die Runde war jetzt langsamer durch den Verkehr als beide Outlap aus der Box heraus. So, vorbei auch an Kevin Magnussen. Okay, wenn Logan Sargeant auf P9 ist, dann weiß man, okay, das ist der verrückteste Grand Prix der Saison. Und das, obwohl wir in Jeddah ein unglaublich krasses Rennen hatten. 7 Zehntel Rückstand haben wir jetzt. Strecke wird bald wieder trocken. Und wir kommen so schnell ran an den Williams in den Kurven. Okay, Wahnsinn. Tschüss. Die Pfützen trocknen. Ja, aber wir haben jetzt den Rückstand schon fast wieder rausgefahren. Also der Boxenstopp ist quasi schon wieder jetzt drin. Vorbei an Lewis Hamilton. Ricardo beim Heim-GP auf der 7 aktuell. Das senden wir natürlich auch nochmal rein in die vorletzte Kurve. Oh, das ist so befriedigend, hier an allen gerade vorbeizuziehen und dass die Strategie richtig war. Abfahrt, ran an Sergio Perez. P6. Oh, das geht jetzt Schlag auf Schlag. 1:31,2. Und aus den ersten 2 Kurven raus, Valtteri Bottas. Und wir haben ein Ziel erreicht. Wahrscheinlich das mit den Schaltvorgängen. Fernando vor dir. Los geht's. Versuchen wir schnell vorbeizukommen und sie in die Defensive zu drängen. Und noch einmal. Fernando, Dave is faster than you. Can you confirm you understood the message? Ja, vor allem mit den Reifen, da haben wir einen riesen Vorteil. Das ist der helle Wahnsinn. So, vor der Schikane vorsichtig sein. Ab wann wird eine Schikane eigentlich eine S-Kurve? Okay, keine Ahnung. Gute Arbeit bei diesem. Zack, vorbei. Und beim Anbremsen kriegen wir auch noch den ersten, der Ferrari. Der hier auf hart gestartet ist. Hau rein, Carlos. Oh, vorbei eventuell jetzt auch an Charles Leclerc. Ich probiere es mal außenrum. Tschüss, Kollege. Den Sieg in Monaco überlasse ich dann dir. Und auch vorbei an Max Verstappen. Werte Damen und Herren, die Strategie ist voll aufgegangen. Es hätte auch voll in die Hose gehen können. Aber es hat funktioniert. Intermediate Squad B1 und jetzt ein bisschen Abstand rausfahren. Ich traue dir den Braten noch nicht. Ich will jetzt Abstand rausfahren. Und Carlos Sainz ist vorbei an Max Verstappen, während Fernando Alonso gegen Charles Leclerc kämpft. Die Soft-Reifen scheinen jetzt gerade sehr stark abzubauen. Die harten scheinen jetzt definitiv die Oberhand zu gewinnen. Und ich fahre eine 1:28,3. Alter. Okay, die Pfützen sind zwar noch existent, aber ich muss jetzt definitiv auch von der Ideallinie abweichen, um die Reifen zu kühlen, denn wir haben hinten 109 Grad.
hinten links, das wird gerade sehr ungemütlich. Das ist wirklich, oh, ziemlich extrem gerade. Also viel länger kann ich jetzt mit den Inters, glaube ich, nicht mehr draußen bleiben. Aktuell halten wir den Abstand noch bei 9,5 Sekunden. Aber ich muss wirklich, wirklich jetzt vorsichtig sein. Hier sieht man die Außentemperatur kühlt schön ab, wenn ich neben die Ideallinie fahre. Neben die Trockenlinie fahre. Aber Carlos Sainz, der wird bald schon wieder ein bisschen aufschließen. Charles Leclerc jetzt an der Box. Und für mich geht es gleich auch rein. Denn Trockenreifen sind bald wieder Optimum. Okay, in dieser Runde kam Carlos Sainz so ziemlich genau 1,3 Sekunden näher. Es ist an der Zeit, an die Box zu fahren, denn ab jetzt dürften die Slicks definitiv schneller sein. Und für mich geht es dann auf harte Reifen. Und dann fahren wir durch. Das Ding ist, wenn ich jetzt aus der Box rauskomme, werde ich wahrscheinlich Verkehr vor der Nase haben. Oh, und perfektes Timing auch. Denn in dieser Runde wurde DRS aktiviert. No. Schon wieder. Leute, das darf doch nicht wahr sein, dass das jedes Mal aufs Neue passiert. Das ist jetzt das dritte Mal an drei Wochenenden, dass wir das haben. Das war unser letzter Boxenstopp. Oh nein, und genau deshalb sind wir jetzt hinter Bottas und Perez zurückgefallen. Oh, Logan Sargeant zieht dazu. Aber da war noch ein bisschen Platz. Eieieiei, also es sieht immer noch feucht aus auf der Strecke, aber die Slicks waren definitiv schneller, zumindest bei Carlos Sainz. Vielleicht ist auch so schneller schon, aber für mich war hier die Sache klar, wir brauchen hier auf jeden Fall Slicks. Und wir sind dran an Logan Sargeant. Die Frage ist, wann kommen wir hier jetzt vorbei? Ja, der wird uns mit Sicherheit Zeit kosten, wenn ich hier nicht vorbeikomme. Alter, aber der ist wirklich dran an Leuten, die ja in Top 5 Nähe sind. Wie krass ist das denn? So. Ganz kurz mal Overtake und DRS gezündet hier. Vorbeifahren. Absolute Bestzeit im Mittelsektor erzielt. Sehr schön. Und dran an Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Sergio Perez. Aber da kommen wir hier erstmal nicht vorbei. Da muss ich noch einen Moment geduldig sein. Die sind auch nicht so super schnell gerade, ne? Also Lewis Hamiltons Exit Speed ist hier wirklich komplett ameisenhaft gerade. Und Carlos Sainz jetzt mit der 27,9. Also jetzt hat er sogar die schnellste Runde nochmal geholt. Alonso 27,7. Der Aston Martin funktioniert. Was geht, Baby? Ich komme hier gerade nicht vorbei. Das ist ein Problem. In der ersten Hälfte der Geraden hatte ich gerade Overtake und ich kam nicht an Hamilton vorbei. Jetzt vielleicht wieder mit einem etwas besseren Exit. Verstappen, okay. Der zeigt, er ist wieder der krasseste auf der Strecke. Oh nein, oh nein. Nicht in Hamilton reinfliegen. Eieiei. Wir sind durch. Wir sind vorbei an Lewis Hamilton. Sehr schön. Okay, Valtteri Bottas jetzt vor der Nase. Oh, oh, Alter, das war gefährlich. Junge, ich habe keinen Overtake mehr, ärgerlich. Er selbst ist jetzt an Sergio Perez dran. Kann ich jetzt hier überholen oder nicht? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich hole zumindest Bottas. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch an Sergio Perez vorbei. Alter, Max Verstappen mit einer 25,7. Mich würde es mal interessieren, was ich bei freier Fahrt fahre, aber der ist ja schon fast 2 Sekunden schneller als Alonso und Sainz da vorne. Wie heftig ist das denn bitte? Ran an Sergio Perez. Und jetzt ist die richtige Zeit zum Überholen gekommen. Auf geht's. Wir sind vorbei am Red Bull. Ab jetzt gibt's freie Fahrt. Jawohl. Auf geht's. 13 Sekunden zu Carlos Sainz. Die müssen noch einen Boxenstopp alle absolvieren. Ich habe meine Pflichtstopps schon absolviert. Und damit dürften wir hier gerade noch auf Siegkurs sein. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. In 10 Minuten wird es wieder regnen? Are you kidding me? Was ist denn hier bitte los in diesem Rennen? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben im Regen angefangen, oder im Nassen zumindest. Ja doch, im Regen, tatsächlich.
Dann gab's eine abtrocknende Strecke. Jetzt haben wir eine trockene Strecke. Und jetzt wird es in 10 Minuten wieder regnen. Was geht? Die 1.25.4 sieht gut aus. Aber seit Verstappens Bestzeit ist die Strecke noch weiter abgetrocknet. Ja, Charles Leclerc fährt sogar eine 25.0. Und Verstappen hatte gerade Verkehr. Das heißt, mit Sicherheit kann Verstappen hier nochmal eine 24er Zeit reinbrettern. 6,3 wo ich eine 25er fahre. Was meint er? Achso, der Abstand zu Alonso. Hey, aber das ist so super out of context. So 6,3 Sekunden. Pi ist genau 3. Okay. 1,24,3. Okay. Das zeigt, wie viel schneller die Strecke gerade wird. Boah, die wird gerade immer noch trockener und trockener. Verstappen jetzt mit der 23,8. Und ich glaube, er hatte gerade trotzdem jemanden zum Überholen. Das Ding ist bei den Leuten vor mir, ich werde da jetzt zwar die Lücke ein bisschen zufahren. Und vor Fernando werde ich mit ziemlicher Sicherheit dann auch bleiben, egal was im nächsten Stint bei denen passiert. Aber Carlos Sainz hat dann eine gute Chance, mich irgendwann wieder zu kriegen. Weil der ist jetzt doch recht weit entfernt, den werde ich nicht wieder kriegen. Und er kann definitiv mit dem schnelleren Reifen, der wird auf Soft oder Medium wechseln, wieder den Anschluss finden. Also warten wir mal ab, das Rennen ist hier noch nicht gegessen. Verstappen zieht jetzt vorbei an Sargent, dass man so einen Satz mal sagen wird. Aber jetzt ist er auf P5 und er wird definitiv die Lücke weiter zufahren gleich. Jetzt sind es noch 7 Sekunden. Erinnert euch dran, ich hatte vor dem Boxenstopp über 9,5 Sekunden Vorsprung zu Sainz. Und Verstappen war dahinter. Sergio Perez mit einer 21,7. Max Verstappen kam... Wow, Norris nochmal schneller. Krass. Max Verstappen kam bis eben noch sehr schnell ran. Aber es hat sich irgendwie gerade bei 6 Sekunden alles eingependelt. Da bin ich ziemlich happy drüber. Ich bin froh, dass ich hier vorne bin noch. Mit dem gewissen Respektabstand zu Verstappen. Und ich hoffe, Fernando wird gleich an die Box fahren, denn ansonsten hält er mich hier ein bisschen auf. Auf der Geraden bin ich ein bisschen schneller gerade als Verstappen. Aber in den Kurven hier und da holt er auf jeden Fall ein bisschen Zeit raus. Vor dir. Wir okay, nicht zulassen, erneut Fernando. Dave ist faster. So schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los. Ich habe mir sogar halt ein bisschen Zeit gelassen in dieser Runde. Habe am Anfang ein bisschen mal ERS abgeschaltet, weil ich hatte auf Startziel und nach Kurve 2 hatte ich eh ERS. Und jetzt können wir unsere Energie verwenden, um unseren Teamkollegen zu überholen. Okay, super. Du hast das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Ja, und die Pace hat sich gerade so ein bisschen eingependelt. Also ich glaube, dass Max Verstappen es schwer haben wird, hier nochmal vorbeizuziehen. Während ich auch nicht mehr glaube, dass hier Carlos Sainz so richtig krass rankommen wird. Aber der fährt weiter. Und wieder kein Boxenstopp von Carlos Sainz. Schnellste Runde vielleicht? Nö. Jetzt haben wir Carlos Sainz an der Box und Fernando konnte eine Runde mitkommen. Dann habe ich ein bisschen mitgezogen und Max Verstappen verliert jetzt Zeit. Ich hole sogar die schnellste Runde. Eine 1,20er. Wow. Krass, was hier noch alles drinsteckt, pace-technisch. Wild. Alter, Logan Sargent auf 5. Ist das euer Ernst? Okay, geht jetzt an die Box. Ich war kurz voll verwirrt. Carlos Sainz mit der 1,19,2. Alonso mit der 19,1. Wollte gerade noch die Verstappen-Runde toppen. Aber ganz ehrlich, gegen eine 19er Zeit habe ich hier keine Chance. Vor allem eine niedrige 19er Zeit. Aber wir haben gleich Regen, Leute. Es ist ein komplett verrückter Grand Prix. Und die Regentropfen kommen. Es wird nochmal feucht auf der Strecke. 2 Runden hat übrigens Carlos Sainz noch Zeit, Max Verstappen hier einzuholen. 2,5 Sekunden sind es da gerade noch. Ich glaube, ich bin da doch recht sicher. Aber der Kampf um P2, der läuft. Kimi Räikkönen gelang 2018 in Austin. Der erste Sieg seit gut 5,5 Jahren, seit Melbourne 2013. Und damit hat er die längste Spanne zwischen 2 Siegen. Und für mich, beziehungsweise für Juan Pablo Montoya, da ist es der erste Sieg seit 19 Jahren, seit 2005. Werte Damen und Herren, ich habe keinen Sound mehr. Das Spiel ist abgestürzt.